Wettet hat, dass Loriot den Lindemann spielt, hat verloren. Es ist nämlich Heinz Mayer. Gib noch was drauf. Bitte. Noch. Noch. Stopp! Mit der Kamera etwas näher ran. Also, Herr Lindemann, Sie wissen ja, um was es sich handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbericht der Abendschau. Sie sagen uns kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Und dass Sie 500.000 D-Mark im Lotto gewonnen haben und was Sie damit machen wollen, wir probieren das jetzt mal. Ohne Kamera. Bitte sehr. Ja, eben. Dass ich Erwin Lindemann heiße. Im ganzen Satz. Ich heiße Erwin Lindemann. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenboutique. Genau so. Können wir? Wir können. Ton ab. Läuft. Klappe. Lottogewinner 1, die erste. Bitte, Herr Lindemann, genau wie eben und ganz entspannt. Ja, ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 Mark... Aus! Das geht mit dem Licht so nicht. Geh mal mit dem Halb-KW etwas weiter rüber. Gut, wir können. Ton ab. Läuft. Klappe. Lottogewinner 1, die zweite. Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin 500.000 Jahre alt. Nee, falsch. Ganz ruhig, gleich nochmal. Ohne Klappe. Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin Rentner und 66 Jahre. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenboutique. War das so richtig? Hervorragend, aber wir hatten ein Problem. Bitte noch einmal, Herr Lindemann, nur ganz locker. Ton läuft. Klappe. Lottogewinner die dritte. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und ein Lottogewinn von 500.000 Mark. Erstmal mache ich mit meiner Tochter eine Reise nach Wuppertal und eröffne dann in Island eine Herrenboutique. Aus. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber Sie planten doch erst eine Reise nach Island und wollten dann mit Ihrem Fräulein Tochter nach Rom zur Papstaudienz. Und im Herbst eröffnen Sie eine Herrenboutique in Wuppertal. Ja. Na, dann erzählen Sie das doch einfach. Also neue Klappe. Ton läuft. Klappe. Lotto, die vierte. Bitte. Ich heiße Erwin Lottemann. Aus. Wie heißen Sie? Lottemann. Nein, Lindemann. Bitte neue Klappe. Lotto, die fünfte. Bitte. Ich heiße Lindemann und bin seit 66 Jahren Rentner. Aus. Und habe 500.000 Mark gemacht mit meiner Tochter in Wuppertal. Nein. Herr Lindemann. Jetzt weiß ich. Klappe. Lotto, die sechste. Bitte. Ich heiße Erwin. Halt. Mikro im Bild. Gleich weiter, ohne Klappe. Wir haben noch 5 Meter. Bitte. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Danke, das war's. In der Reihe Filmspektrum setzen wir uns jeweils mit einem bemerkenswerten Werk